Servus die Marlon, grüß dich die Burm. Da ist der Rudel bzw. der Silberbenzen. Leider unter sich schaltet und mal wieder auf meinen Channel vorbeischaut. Der mal mit was ganz was Neuem. Und zwar habe ich vor, so Retro-Geschichten jetzt zu machen. Einfach deshalb, weil ich aus der Zeit komme und mit dem aufgewachsen bin. Und als erstes, wie wir uns da gleich erkannt haben, da geht es um Space Invaders bei dem Spiel. Und zwar auf der legendären Atari 2600 VCS Konsole. Videocomputerspiele hat das Kasten des VCS. Also wir sagen jetzt einfach nur mehr zur Atari 2600, weil das andere ist mir ein bisschen zu lang. Die Konsole ist rausgekommen in die 77. Und das Spiel ist aus den 80er Jahren. Das heißt, ich habe mich jetzt nicht gleich um die ersten drum geschmissen, sondern ich habe mir einfach gedacht, ja, Space Invaders kennt man, haben vielleicht auch viele gespielt und darum eben Space Invaders. In Wirklichkeit kommt der Space Invaders aus den Automaten. Also ich habe das in die 80er Jahre gespielt auf einem Tischautomaten sozusagen, also nicht diese klassischen Standautomaten, sondern da hat es in die 80er Jahre so wie ein Wohnzimmertisch, muss man sich das vorstellen. Das heißt, du bist gesessen, so ein bisschen bugelt. Und hast eigentlich ganz viel gezockt. River Raid habe ich da auch gespielt auf so einem Tischautomaten. Und um was geht es da bei Space Invaders? Naja, ihr seht, da kommen die bösen Aliens hinunter und die gilt es alle abzuschießen. Die kommen in Reihen aber. Als kleinen Tipp, versucht immer zuerst links und rechts den Weg zum Schießen, weil dann gingen die Aliens den ganzen Bildschirm um und wieder retour. Da oben gibt es dann schöne Sonderpunkte, wie man gerade gesehen hat, habe ich einen erwischt. Gibt schöne Bonuspunkte. Das Ganze wird natürlich dann immer schneller auch. Und eins muss man auch gleich sagen, leicht sind die Sachen nicht zum Spielen. Also da verlangt schon etwas an Fingerfertigkeit, gute Intuition. Weil die waren schon relativ gemein programmiert, wie man da jetzt gerade gesehen hat. Du kannst dich da hinten verstecken, schießt ein Loch durch, fällst auf, aber noch zwei, drei Mal auf derselben Stelle schießen, haut er quasi die Seele in eine Rakete um die Ohren, genau dort, wo du bist. Dann, wie ihr seht, die sind relativ weit unten, die bösen Aliens. Und das heißt, die Deckung ist weg und so ein Dreck, da hat man schon wieder einer erwischt. Jo, weit bin ich nicht gekommen. Wir starten jetzt gleich noch einmal und schauen wir mal. Ich habe das Spiel natürlich jetzt schon länger nicht mehr gespielt, ein bisschen so zum Ausprobieren natürlich schon auch. Bin aber immer noch bis in die vierte Stage gekommen. Also Ziel des Spiels ist es da einfach, die Stage zum Cleanen da jeweils, um in die nächste aufzusteigen. Ob man da das Riesen-UFO muss nicht unbedingt angeschossen werden, bringt eben nur Punkte. Witzig ist es natürlich, das Ganze neues. Also das Ganze ist einfach witziger, wenn man es zu zweit spielt und sich duelliert mit den Punkten. Ich bin da jetzt allein. Werden aber sicher zu den ein oder anderen Spielern auch einen Haberer suchen. Vor allem muss ich anzeigen, ich selbst habe als Kind keine Atari gehabt. Die hat ein Freund von mir gehabt, ein sehr guter Freund von mir. Allerdings, glaube ich, haben wir gar nicht so oft bei ihm gespielt. Also da müssen die jetzt lügen. Ich glaube, das war gar nicht so oft. Wobei, was ich schon gehabt habe, das war... Ah, warte, den schießen wir jetzt noch an. Oh, ah, daneben. Jawohl, da haben wir ja schon. Das war so quasi die allerersten Geschichten, die was für daheim gegeben hat. Das waren so... jetzt bin ich nicht weggegangen. Das waren so... Videospiele natürlich auch, allerdings nicht mit austauschbaren Cartridges, also mit keine Spiele dazu. Da hat es quasi drei oder vier Spiele umgeben und das war es auch schon. Ja. Allerdings haben wir das trotzdem natürlich gehabt und da war ich natürlich schon damals eigentlich, hat mich das schon fasziniert. Auch wenn es nur zwei Schläger waren und man Ping-Pong quasi gespielt hat. Aber das war eigentlich schon
Das war eigentlich schon sehr leibend. Dann muss ich natürlich nur dazu sagen, warum ich so, also warum es eigentlich mit den Spülern eigentlich so faszinierend ist, hängt sicher damit zusammen, hoppala, na komm jetzt da ab, na jetzt brauche ich ihn aber, ach Gott sei Dank, ja, sonst war es spät gewesen. Also die ganzen Sachen faszinieren mich natürlich auch, man muss sagen, meine Eltern haben ein Geschäft im zweiten Bezirk gehabt, in Wien, im zweiten Hieb, und da bin ich schon als Kind damals mitgegangen immer, ist eh klar. Oh, schaut mal, wenn man ein paar Stages herkommt, muss man sie beeilen, weil dann geht die Deckung unten weg, gell? So, jetzt müssen wir versuchen, die untere Reihe zu machen. Hopp, 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 hopp. Ui, das war knapp. Da, 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 da. So, da. Wo bin ich stehen? Ja, genau. Und der zweite Bezirk ist ja der Praterbezirk auch. Ja, also alle, die was schon mal dort waren, wissen, was ich meine. Nur damals war der Bruder ein bisschen anders. Da hat es nämlich wirklich noch Spielhallen gegeben. Und da waren, die Spielhallen waren voll mit solchen Spielen. Die waren, ah, so ein Dreck. Das ist jetzt die vierte Stage und leider aus. Na geht's, wollte ich schauen, dass ich die fünfte schaffe. Na, wir werden es noch einmal ausprobieren. Vielleicht schaffen wir es ja noch einmal. Gut, was muss ich mir merken? Nicht gleich nach rechts gehen, aufpassen in der vierten Stage. So. Dort waren also diese Spielhallen im Bruder und die waren damals voll mit so Videogames. Das war ein riesiger Boom. Wenn du heute in so eine Spielhalle reingehst, glaube ich, siehst du nur mehr Geldspielautomaten. Wobei, war schon lange in meinem Bruder, ich glaube, das ist auch schon wieder alles verboten. Also das war ja dann eigentlich das, was mich dann überhaupt nicht interessiert hat. Ich bin in den Bruder gegangen, weil ich zocken wollte. Und ich war vielleicht 8 Jahre, der Nachbarsbub ist mitgegangen, die haben auch ein Geschäft im Kopf, die waren aus dem 9. Bezirk, aber den habe ich mitgenommen. Der war ein Jahr jünger wie ich, also ich war entweder 8 oder 9. Damals hat man sich nicht solche Sorgen machen brauchen wie heute. Wir sind also ab im Bruder, beide haben einen 5er einstecken gehabt, 5 Schilling. Da hast du einmal spielen können, da haben wir sie reingeschmissen in die Spielhalle. Wo du eigentlich erst ab 18 rein darfst, nur das hat ja damals überhaupt keinen interessiert. Dann haben wir, glaube ich, eine Stunde oder eine halbe Stunde haben wir sicher immer mal geschaut, was spielen wir. Dann haben wir den Fünfer ganz erwartungsvoll hineingeschmissen. Jo, und dann hast du entweder Glück gehabt und du hast den Leitenautomaten erwischt, wo du ein bisschen die auskennt hast und dann ein bisschen länger wie 1 Minute gespielt hast. Oder der Fünfer war noch ein paar Minuten weg oder noch einer sogar schon. Naja, wie dem auch sei. Und das haben wir wirklich, das war unser Hobby damals, kann man sagen. Also liebe Eltern von heute, ihr braucht sich keine Sorgen machen. Natürlich heute ist alles ein bisschen anders, aber ich bin auch schon im 78er, 79er Jahr losgegangen und habe nur gezockt. Natürlich nicht so lang wie die heutige Jugend, weil wie gesagt, das Geld war begrenzt, wenn wir einmal einen 10er mitgehabt haben, das war ja wie Weihnachten, da haben wir sich dann gleich 2 Spiele aussuchen können. Ansonsten haben wir da mit einem 5er durchkommen müssen. Da haben wir aber meistens dafür ein bisschen was dafür tun müssen. Holz zusammenrichten, Leerkisten, ach geh, was ist denn da heute, das geht nicht weiter. Leerkisten wegschlichten, ja, es hat immer was zum tun gegeben, also die Eltern haben ja gewusst, die Buben wollen den Bruder mit einem 5er, also haben sie uns eine kleine Aufgabe gegeben, die wir dann auch gemeistert haben und dann ist schon losgegangen ab in die Spielhalle. Jo, jetzt bin ich von einem ins andere gekommen, was ich eigentlich noch sagen wollte, also wir haben das Glück gehabt, oder ich habe das Glück gehabt, dass wir so eine Videospielkonsole, zwar mit nur 3 oder 4 Spielen, kann man jetzt gar nicht mehr erinnern. Ah, jetzt hast du mich schon wieder in der vierten Stage so erwischt. Na, das gibt's ja nicht. Jetzt mache ich zweimal den selben Fehler. Naja, einmal geht's noch, oder? Einmal werden wir das Ganze noch probieren. Oder lassen wir es für heute gut sein, aber nein. Ich denke mal, einmal haben wir sie noch eine. So, also ich habe das Glück gehabt, diese Konsole zu haben. Und mein noch größeres Glück war, dass der Mann von meiner Schwester
der Schwager quasi in die 80er Jahre sich die Mattel Intellivision gekauft hat. Und das war, ja, das war natürlich schon sehr, sehr leibend. Also auch diese Konsole, die werde ich da auch vor allem vorstellen. Vor allem, die hat wirklich sehr, sehr leibende Spiele. Richtige Klassiker. Die haben, soweit ich das erwarte, das erste Advanced Dungeons & Dragons auf der Konsole quasi gebracht. Und das war natürlich eine 16-Bit-Maschine, muss man auch noch sagen. Und das, also diese Konsole, die Mattel Intellivision, war dann auch in den 80er Jahren die erste Konsole, die ich mir selbst gekauft habe. Ja. Ich habe es dann irgendwann einmal auf dem Flohmarkt verhasst für ein paar Schilling und habe es dann vor ein paar Jahren wieder, habe sie wieder erstanden. Also sie steht bei mir zu Hause in meinem Kammerl und ich habe dafür auch relativ viele Original-Games. Und auch die werden wir demnächst, also demnächst vielleicht nicht, zuerst werden wir jetzt ein bisschen die Atari-Sachen machen, aber auch die habe ich vor, da vorzustellen. Von den Atari-Geschichten muss man ja sagen, wie gesagt, das waren die Vorreiter, die Pioniere. Entwicklungszeit für so ein Spiel haben die damals immer gehabt, so um die 6 Monate, soweit ich das jetzt noch weiß. Und sind eigentlich auch immer relativ leibende Sachen rausgekommen. Ich freue mich schon, wenn wir dann die Tier mal testen, das angeblich schlechteste Spiel. Also ich habe schon ein paar Mal ausprobiert, ja, es ist ein bisschen merkwürdig. Aber, ja. Schauen wir es dann einfach an, wenn es so weit ist, und dann könnt ihr euch selber ein Bild drüber machen. Das Ganze kann natürlich auch da verwendet werden aus für die Retro-Sammler aus Kaufhilfe, also ihr seht so, wie das Spiel dann ausschaut, wie das funktioniert, ob das was ist für euch, ob ihr das unbedingt haben wollt oder ob ihr euch das sparen könnt. Also das Ganze soll ja ein bisschen auch, soll es jetzt nicht nur ums Zocken gehen, natürlich schon, wie schaffe ich das Level endlich, ach Gott, nein, heute, das will ich heute nicht. Aber es kann eben auch ein bisschen als kleine, so als kleine Kaufhilfe das Ganze hier fungieren auch. Das heißt, ich schaut euch mal auf, wie schaut das Spiel aus, ist das was für mich, ist das eher nichts für mich, habe ich das eh schon in anderen Formen. Ja, ganz wichtig auch noch, da zum Atari jetzt zum Song, zum Gameplay, ihr seht ja links unten den grünen Punkt und rechts unten diesen, ja sagen wir, gelb-orangen Punkt. Da ist Game Over, weiter nach links und weiter nach rechts geht's nicht, auch wenn die Space Invaders weiter nach links und rechts gingen, also lasst sich da nicht antäuschen. Und wir sind in der vierten Stage, mal schauen, ob ich jetzt die fünfte schaffe. So. Ja, schaut jetzt einmal nicht so schlecht aus, jetzt schnell noch die da unten wegputzen. Pfeif auf das Ufer um, jawohl, das schaut jetzt ganz gut aus. So. Jo, schauen wir mal. Haben wir es gleich geschafft vielleicht, ha? Jetzt nur nicht unibeln, das war jetzt nichts. So knapp vom Ziel, 3 noch. Komm, lass dich anschießen. Hoppa, 2 noch. Jawohl, und jetzt sind wir es. Na, jetzt sind wir es. Und Stage 5. Oh, die sind weiter unten. Schnell. Oh, die rennen nach rechts. Da muss die burn. Kriege ich den noch? Ja, den kriege ich noch. Jetzt schnell nach links. Na super. Okay, also das heißt, merkt euch die Stage 5 gleich unten nochmal die unterste Reihe, weil sonst ist vorbei. So wie man gerade sieht. Ne? Wie gesagt, relativ hoher Schwierigkeitsgrad. Haben fast alle Spiele. Jo, ich hoffe, es hat euch soweit taugt und ihr schaltet jetzt wieder ein. Nehmt euch einfach ein Abo. Kommt jetzt da öfters was von den Retro-Geschichten. Ich denke mir als nächstes, werde ich das klassische Pitfall spielen. Leider das Jump and Run. Macht wirklich auch Fun. Oh, das reimt sich auch noch. Also Burschen, ich wünsche euch was. Viel Spaß und man sieht sie. Also dann, habe die Ehre. Tschüss. I'm left to feel so alone.